Binați venit! Herzlich willkommen! Numele meu este Diana Maria Kraus. Ich heiße Diana Maria Kraus und heute werden wir gemeinsam das Verb, das Hilfsverb haben konjugieren. Avoir. Wir erinnern uns, die Verben im Infinitiv, das heißt in der Grundform, haben im Rumänischen immer ein A. Genauso das Hilfsverb haben. A, avia. A, avia. Und wir haben für die erste Person unser Personalpronomen ich, eu. Für die zweite Person das Personalpronomen heißt tu. Und für die dritte Person Singular. Wir haben bis jetzt immer Singular. Für die dritte Person haben wir Jel, Jel und Ja. Jel benutzen wir für männliche Personen, Ja für die weibliche Personen oder Sachen. Ja, wenn wir die Nomen mit dem Personalpronomen ersetzen. Sie haben richtig gehört, immer, man hört so ein I. Und zwar bei den Personalpronomen, die mit einem E anfangen. Wir sprechen so ein I vor dem E. Jel. Jel, ja. Gut, aber das ist nicht unser Thema heute, sondern das Verb avia im Präsens. Und wir schreiben dann, ich habe jel. Am, tu, ai, du hast, jel, ja, are. Also wir wiederholen gemeinsam. Jel, am, jel, am, tu, ai, tu, ai, jel, are, ja, are. Und wir haben natürlich Formen auch für Plural. Also schreibe ich hier dann Plural. Für die erste Person haben wir neu. Neu, wir. Für die zweite Person voi. Und für die dritte Person männlich jei, jelle. Also. Neu, voi, jei, männliche Personen und Sachen und jelle. Und wir haben Formen. Neu, avem, neu, avem, voi, aveți, jei, jelle, au. So, das alles im Präsens. Wir wiederholen gemeinsam. Jel am, tu ai, jel are, ja are. Noi avem, voi aveți, jele au. Nochmal. Jel am, tu ai, jel ja are. Noi avem, voi aveți, ei ele au. Wir machen weiter mit einem kleinen Beispiel für die Negation, denn wir haben bis jetzt immer gesagt, ich habe, du hast, er hat, aber wie sage ich, ich habe nicht oder ich habe nichts oder ich habe kein, keine. Ja? Also ganz einfach die Negation, das Verb. A, avia, negieren wir mit der Negation nu. Und zwar, die Negation kommt hier zwischen dem Pronomen und dem Verb. Also, eu nu am, tu nu ai, el ja nu are. Noi nu avem, voi nu aveți,
Je jelle nu au. Die Negation nu, die übertragen wir jetzt. Und zwar, wir schreiben hier, ja, wenn, jeu nu am, tu nu ai, jel nu are. Noi nu avem, voi nu aveți, je jelle nu au. Wir erinnern uns, die Personalpronomen ich, du, er, sie, es sind nicht obligatorisch vor dem Verb im Rumänischen. Das heißt, wir können auf sie verzichten. Ich kann sagen, eu, jetzt mit der Negation, eu nu am. Und auf das Personalpronomen eu verzichten. Das heißt, nu am. Und das ist gleich wie, das lässt sich sozusagen zusammenziehen mit nam. Jeu nu am, ich habe nicht, oder nu am, ohne das Personalpronomen zu verwenden und dann zusammengezogen nam. Genauso bei tu. Tu ist nicht obligatorisch. Tu nu ai. Und wir können sagen nai. Nai. Du hast nicht. Jel. Ja. Nare, also Zwischenklammer. Das heißt, es ist nicht obligatorisch. Jel ja nu are. Oder nare. Nare. Nochmal. Eu nu am, nam. Tu nu ai, nai. El ja nu are, nare. Genauso bei den Pluralformen. Das heißt, wir, noi, ihr, voi, ihr, ele, sie. Also, noi, nun avem, auch hier ist das Personalpronomen nicht obligatorisch. Wir haben nicht, oder navem. Voi, nu aveți. Ihr habt nicht. Voi nu aveți? N-aveți. Ei ele nu au. N-au. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute haben wir gemeinsam das Verb avea konjugiert, und zwar im Indikativ Präsens. Sie haben gesehen die Formen von der Negation, und zwar die Negation nu. Die kann sowohl nicht als auch kein, keine bedeuten. Tja, darüber werden wir in anderen Videos sprechen. Bis demnächst mit Diana Kraus auf Rumänisch lernen.